So, hallo. Wir machen weiter. Bei Hyrule Warriors. Letztes Mal hat sich hier ein Blutmond aufgetan. Und da werden wir mal reingucken, wie schwer Blutmond-Missionen sind. Ich habe ein bisschen Angst. Ich weiß nicht, ob ich ein Rezept ausprobieren. Sollen wir ein Rezept mit reinnehmen? Was haben wir denn da jetzt alles so ein bisschen? Rezeptinfos R, aber das sind doch schon die Infos. Ja gut, wow. Kann man es irgendwie sortieren nach, keine Ahnung, macht Attacke hoch oder so? Ne, kann man einfach überhaupt nicht sortieren. Also es sind einfach jetzt wilde Rezepte. Und man weiß jetzt überhaupt nicht, welche gut sind, welche schlecht sind. Eieiei. Gehen wir es mal durch, Interesse halber, was es alles so gibt. Bewegungsgeschwindigkeit, Bewegungsgeschwindigkeit. Ah, es ist schon sortiert, okay. Das ist alles Bewegungsgeschwindigkeit. Chance auf Ausweichen, Chance auf Ausweichen, Chance auf Ausweichen. Besiegte Gegner, leichte Heilung. Okay, verstehe. Besiegte Gegner, Spezialangriffsleiste füllt sich. Besiegte Gegner gar nicht. Okay, Spezialangriffsleiste füllt sich einfach 7% schneller. Füllt sich 7-mal schneller. Füllt sich 12% schneller. Energieregenerierung. Okay, Schaden plus, Schaden plus. Schaden plus. Schaden plus, Schaden plus. Erlittener Schaden um 5% reduziert. Schaden um 5% reduziert. 5% reduziert, 10% reduziert. Da kann man sich dann praktisch aussuchen, wenn es immer nur 5% sind, ne? Ob man das hier eher hat oder ob man das hier eher hat und so weiter. Okay, ich verstehe. Mehr Erfahrung, mehr Erfahrung, mehr Erfahrung. Gut, das wäre auf jeden Fall was, was ich nicht setzen würde. Mehr Schaden durch Shika-Module. Ah, jetzt kommen verschiedene Schäden durch, durch Waffen. Ah, Herzen plus 2. Dafür brauche ich zum Beispiel diese Feentränke. Herzen plus 3. Dafür brauche ich die Feentränke nicht. Auch interessant. Herzen plus 4. %50 Eisschaden, Feuerschaden, weniger Blitz, Kocheffekte plus 20. Also das wäre dann eine Kombination, wenn man andere Sachen drin hat. Okay, verstehe. Plus 20% Rubine. Plus 30% Rubine, plus 30% Rubine. Dass man mehr Geld bekommt am Schluss wahrscheinlich. Beutequote für Materialien plus 10%. Beutequote Materialien, Beutequote Materialien, seltene Materialien, okay. Das sind jetzt dann so Sachen, wo abgezogen wird. Ja, ja, I see. Doppelte Anzahl Rubine, maximale Herz minus 20 Prozent. Und einmalige Wiederbelebung nach, nach Verlust aller Herzen. Das klingt schon cool. Dafür brauche ich eine Fee. Wie viele Feen habe ich denn? 15. Aber wir lassen die Feen mal Feen sein. Ich mache jetzt mal nichts rein. Wir probieren es einfach mal aus. Sonst weiß ich nicht, ne, wie der Vergleich ist. Wenn ich jetzt das reinmache und plötzlich ist die Mission einfach, weiß ich nicht, ob ich es sonst auch geschafft hätte. Ja, aber ist jetzt... Jetzt weiß ich halt nicht. Was soll ich denn da jetzt machen? Sehr schwierig. Ist es dann einfach... Aber es ist jetzt vom... Also von der Schwierigkeitsstufe hat sich jetzt ja nichts geändert. Es ist halt jetzt einfach Blutmond. Aber ist jetzt Blutmond auch bei der Titanenmission? Soll ich jetzt beide Missionen spielen? Ach, scheiß drauf, wir spielen beide Missionen. Bei der, oh, die Maus ist... Ach, die Maus ist im Bild. Ja, wahrscheinlich ist die Maus im Bild. Weil das Komische ist ja jetzt... Nachdem unsere Helden gesehen ja, das brauche ich nicht. Wie die Titanen der Verheerung das, heimfielen. Spiel, wenn du schon merkst, dass ich eine Blutmission-Mission starte, Blutmond-Mission starte, dann kannst du doch... eigentlich wissen, dass ich das schon mal gesehen habe. Holy shit. Danke. Nein.
Aber es beginnt doch sogar auf dem Feld. Also es beginnt doch gar nicht mit den Titanen. Die Titanen sind doch erst danach. Das war jetzt eigentlich dumm, glaube ich sogar. Ich glaube, ich hätte die Mission, die Titan-Mission nicht machen müssen. Ne, ist ja wurscht. Jetzt habe ich sie mit drin. Ja, es beginnt auf dem Feld. Okay. Willst du die einfach stärker, oder was? Na gut. Ich wollte sagen, Zelda kann ja schon mal woanders hingehen, aber ich meine, wir sind ja eh zusammen. Ist eigentlich wurscht. Schwarzer Moblin. Ich weiß, ich muss auf die Zeit achten, ne? Vielleicht geht jetzt auch Mifa zum Beispiel schneller down. Das kann natürlich auch sein, dass solche Sachen sind. Weiß ich nicht. Müssen wir ein bisschen drauf achten. Ui. Also alles, worum es ja gerade geht, ist eigentlich einfach zu Mifa zu kommen, ne? Wenn wir mal ehrlich sind. Ja, dann rechnen wir jetzt mal durch, würde ich sagen. Sobald das A aufgeladen ist, können wir ja eigentlich uns wirklich erstmal durch. Können wir auch jetzt schon durchracen. Muss ich hier irgendwas tun oder ist der Weg schon offen? Der Weg ist schon offen, dann kann ich auch einfach durch. Genau, jetzt geht's nämlich hier los mit dem Sumpf. Jetzt muss ich oben rum und den Sumpf erstmal wegmachen. Ja, so war das. Ich erinnere mich. Kannst auch nicht vorspulen. Oh. Aber wird jetzt jede Mission so sein, dass man die nochmal neu spielen darf? Oder so? Verstehe ich das richtig? Gibt es in jeder Mission jetzt auch eine Blutmond-Variante? Oder ist das einfach so aus Gag und man muss die gar nicht alle nochmal machen? Ich meine, klar gehen die jetzt alle schneller, weil ich nichts mehr sammeln muss. Weil ich meine Crocs und so schon habe. Aber trotzdem, ich weiß nicht. Wenn jetzt halt nichts Neues dazu kommt, wäre es ein bisschen dumm. Au. Ciao. Ach, ich muss das Ding einfach nur... Ich dachte, ich muss jetzt groß... Oh, ich bin dumm. Ich muss einfach nur das Auge angreifen. Okay. Ist okay, ist okay, ist okay. Dann gehen wir jetzt hier runter. Hier runter. Und können zum nächsten Auge rennen, richtig? Nee, weil das da drüben ist. Scheiße. Das war blöd. Nee, es macht eigentlich keinen Unterschied. Aber hier kann ich jetzt runter. Ja, jetzt passt die Geschichte. Da ist das andere Auge. Ah, ach so, ich muss die schon erst besiegen und dann kann ich ans Auge ran. Ja, okay. Au. Au. Oh, habe ich mein Essen eigentlich aufgefüllt? Ja, Essen ist voll. Okay, cool. Ich weiß, dass ich das A dreimal hätte, aber ich würde das A mir gerne aufheben für den Kampf im Titanen. Dass mir das nachher keinen Ärger macht. Nice, da war ein Herz-Euro dabei. Fühl ich. Ja.
Das war klar. Und tschüss. So, damit ist der auch weg. Jetzt kann man ans Auge ran. Gut. Jetzt ist der Weg offen. Prima. So, das hat nicht gereicht. Ach, da oben muss ich auch noch hin. Ups. Na gut. Ach, wisst ihr was? Link bleibt jetzt hier. Na, Zelda ist da. Das ist auch Quatsch. Nee, dann muss ich mit Link hinlaufen. Scheiß drauf. Mein Mifas Energie ist jetzt auch nicht das Problem. Es sieht man, dass das noch alles ewig hält. Alles easy. Alles easy. So. Hier einmal außen rum. Das war nicht so gut. Hier würde ich eigentlich auch noch gerne jetzt noch nicht die A-Attacke einsetzen, aber vielleicht... entscheide ich mich gleich um. Werden wir gleich sehen. Ah Gott, je nachdem, wie schnell ich mit dem Kollegen halt klarkomme. Naja, man merkt schon, Hier merkt man schon deutlich den Anstieg. Ne? Hier merkt man schon deutlich den Anstieg. Ach Gott, ach Gott. Wenn ich da nicht gut reagiere, so wie jetzt. Nein! Zu langsam. Nein, es hat gereicht! Oh, nice! Es hat gereicht. Hier, ab dafür. Und ich meine, nach ihm komme ich ja sofort zu Mifa. Also von der Mifa-Energie her müsste das eigentlich noch passen. Ich mache mir eher um meine Energie langsam ein bisschen Sorgen. Scheiß Dreck. Nice. Oh, der okay, der steht auch schneller wieder auf. Nice. Und ja, natürlich könnte ich zaubern. Ich habe schon wieder vergessen zu zaubern. Ich glaube, ich muss bei solchen Missionen wirklich viel... Scheiße. Ja, ist zu spät. Wirklich viel anfangen zu zaubern. Aber jetzt brauchen wir auch nicht mehr das Zaubern anfangen. Na, jetzt haben wir es gleich. Nice! Das war's. Abflug. Sehr schön. So, gibt's hier noch mal Energie irgendwo? Ja, indirekt gab's Energie. Zumindest habe ich Äpfel bekommen. So, jetzt kann ich hin zu Waruta. Irgendwo noch mal Kisten. Ach, ich glaube, wenn man hier jetzt runterfällt, da sind ja noch mal, ist ja noch mal eine ganze Ebene mit Stuff.
Ich erinnere mich. Ja, ja, hier unten ist ja nochmals Zeug. Das ist ja eine ganze... ein ganzes Dings. Ich glaube, da ist auch nochmal Kisten irgendwo. Kisten. Kisten sehe ich nicht. Yo, lass mich mal in Ruhe. Ah, da ist eine Kiste. Ist da Energie drin? Nee, nur Geld. Nur Rubine. Ah, nein, zwei Energie dabei. Perfekt. Mehr wollte ich doch gar nicht. Mehr Energie? Jawohl. Komm her, Herzchen. Sehr schön. Perfekt. Auf geht's. Das war, was ich gesucht habe. So. Guck mal, dem Roboter geht's doch wieder gut. Wir müssen gar nichts machen. Der ist von selbst wieder... Ist alles in Ordnung. Okay. Genau. So, hier bin ich. Jetzt ist alles gut. Aua. Auweia. Auweia. Der gibt mir jetzt böse, ich merke das schon. Nice. Wusch. Nice. Aua. Ach, so wird es nix. Nee, so auch nicht. Nice. Au. Wow, 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 was war das denn? Das sah brutal aus. Aua! Nee. Ah, ich... Ja, wobei... Jawohl. Sehr schön. Nächste Runde. Aua. Also ich hoffe wirklich, man muss nicht jede Mission im Blutmond spielen. Wir spielen jetzt mal die Mission im Blutmond. Ich hoffe, es gehört nicht zu den 100% jede Mission nochmal im Blutmond zu spielen. Und es ist nur so, ja, du bekommst halt mehr Belohnung dann dafür und keine Ahnung. Nein, 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 nein. Zu langsam, viel zu langsam. Na gut, dann machen wir dafür das hier. Ist auch in Ordnung. Sehr schön. Perfekt. Hey, hey, hey! Das war die Geschichte. Gut. Und jetzt noch zu Daruk. Schwester! Ja? Ja, nee. Ist schon recht. Link! So, schön unser A wieder aufladen. Oh, falsche Richtung. Na, mach mal. Ja, ist egal. Oh, ich dachte, hier war so ein Totenkopf. Anscheinend war da gar keiner. Und ich habe ihn schon kaputt gemacht. Das kann auch sein. Ist egal. Wir gehen hier raus. Wir müssen ab zu Daruk. Hier geht's lang. Hi, Zelda. Tschüss, Zelda. Alles gut? Super.
irgendwo Kisten oder so, die mich kurz aufladen? Ne, hier nicht. Was jetzt nur... Ach, jetzt kommt der Quatsch wieder, ich erinnere mich. Ich erinnere mich. Ja, ja. Genau. Ist schon recht. Sind hier Kisten? Ganz kurz einmal Ah, das ist die Heilquelle. Ja, viel besser als Kisten. Stimmt, das ist ja die Heilquelle. Gib mir Energie. Noch einmal. Dankeschön. Stabil. Jetzt einfach durch hier. Einfach durch die Mitte. Aua. Hier geht's lang. Cool. Sollen die mal da kämpfen? Ich renn zum Magma Rock. Moin. Na, das war nicht so gut. Nice. Einfach munter drauf, alles gut. Nice. Und... Naja, noch nicht ganz. Aber gleich. Fehlt da wirklich nicht mehr viel. Nice, neue Stufe. Auch noch. So, jetzt auf geht's hier. Mach weg die Scheiße. Mach weg die Scheiße. Ah, es ist aber so dumm, dass wenn man eine Mission zum zweiten oder dritten Mal spielt, dass man nicht vorher einstellen kann, keine Cutscenes abspielen oder sowas. Das wäre so viel hilfreicher. Wow. Ihr voll Doofköpfe, ey. Oh nee, jetzt kommen hier noch Octoroks. Macht euch weg. Kein Interesse an euch. Leider sind es keine blauen Exalfos, die bräuchte ich ja für die Karte. Aber gut. Kam da nicht nochmal ein Leune vorher? Ja, natürlich. Na, das hat ja nicht so gut funktioniert. Ach komm. Machen wir jetzt mal auf die Schnelle hier. Ich
Gerade die Magie-Dinger kann man halt jederzeit mit einem Magier aufladen. Das ist halt überhaupt nicht das Problem. Ich hätte keine Lust, hier ewig rumzuwursteln. Also selbst beim Blutmond muss ich halt einfach nur einmal Magie einsetzen und kriege ihn direkt einmal runter. Und das ist eigentlich wirklich nur Spammen. Ja, das ist wirklich einmal nur einmal Spammen. Und das war's. Ich meine, klar, ich kann es nur einmal machen, weil danach ist die Magie halt aufgebraucht. Dann müsste ich wieder einen Eismagier besiegen. Aber für jetzt kann man es einmal so machen, dann geht's schneller. So. Ab dafür. Machen wir jetzt kurz einen Prozess hier. Keine Lust, mich ewig und drei Tage aufzuhalten. War es ja schon gleich. Au. Au. Ich wollte eigentlich das Ding auslösen. Ja, wow. Der gibt dabei einem auch schon böse, wenn man den mal lässt, ne? Ach, boy, was mache ich denn? Au. Wär's doch noch schaffen, ohne die letzte Magie zu nutzen. Ist doch fast down, der Kollege. Ja, bitte, das war's. Gut. Blutmond-Mission hinter uns gebracht. Aber das war halt eigentlich wirklich exakt das Gleiche, nur mit ein bisschen mehr Energie von den Gegnern. Also jetzt nicht so, dass ich sage, hey, dafür würde ich gerne mehrere Parts füllen, um alle Missionen nochmal zu spielen. Es gibt halt deutlich mehr Kohle. Das ist das Ding. Guckt mal, 1600. Wow. Aber ich hoffe, sie gehören nicht zu den Dings dazu. Okay, es gibt deutlich mehr Kohle für Blutmond-Missionen. Zum Geld holen sind sie ganz nett. Gibt mehr EP scheinbar auch. Und wahrscheinlich bessere Waffen vielleicht? Fragezeichen. Ja, in dem Fall jetzt nicht. Okay. Ja. Ja. Könnte halt sein, dass die Belohnungen so besser sind oder sowas. Aber ansonsten... Ach, jetzt muss ich ja noch die Titanen-Mission machen, Glück ne? Scheiße. Waren schon Sidon und Yunobo herbeigeeilt und wie aus dem Nichts im Inneren der Titanen erschienen. Doch die Zeit... Ja. Laber. Wissen wir doch alles schon. Kennen wir doch alles schon. Ah, es war das die Mission, ne? Na gut, machen wir die auch noch fix. Nochmal. Machen wir die auch fix nochmal. Die habe ich beim ersten Mal versaut, ne? Ich glaube, das war die.
die ich gründlich versaut habe. Und hier kann ich mich ja nicht heilen, das muss man immer wieder bedenken. Hier kann ich mich nicht heilen, ich muss jetzt wirklich gut spielen. Jetzt könnte es passieren, dass die Runde hier böse ins Auge geht. Yo, weil viele Octorok, Alter, und wie groß die auf einmal sind. Voll logisch, dass sie so groß werden. Umdrehen, 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 umdrehen. So, tschüss. Da hinten kommt einer an. Da kommen zwei. Mein A wäre einsatzbereit. Yo! Irgendwas gibt mir gerade richtig böse. Ich treffe das nicht, ne? Ah, scheiße. Ah, ich muss nach hinten, ich muss nach hinten. Shit, ich hab Mist gebaut. Ich muss dahin. Da ist die Party. Hallo? Okay. So, einmal rumdrehen. Jetzt kommen die da, genau. Ja. Ja. Ich... muss die Brücke zerstören. Ja, das war der Quatsch. I remember. Alter, sind es viele. Habe ich sie? Jawohl. Jetzt zurück. Jetzt kommt die nächste Brücke gleich. Alter, sind es viele. Das muss der Blutmond machen, ne? Dass es so viele sind, macht der Blutmond. Jetzt die Brücke da hinten. Vorher räumen wir hier noch kurz auf, dass die hier Ruhe haben. Dann drehen wir rum. Machen wir erstmal den hier vielleicht. Das dürfte auch ganz viel auslösen. Ja, das sieht ganz gut aus. Aua. Und die Brücke ist da hinten. Komm, hau die Brücke weg. Ah, shit, diese blöden Viecher da. Okay, die Brücke ist auch weg. Was jetzt? Jetzt kommen die Flugdinger, genau. So, jetzt räumen wir da drüben auf. Wenn ich noch mein A einmal noch mal voll kriegen würde, könnte ich da einfach reinsemmeln. Okay. Einmal reinsemmeln in den Vorposten.
einmal reingesammelt in den Vorposten. Sehr schön. Gibt's jetzt nochmal so viel Kohle? Ja, nochmal 1600. Nice. Also geldtechnisch Blutmond-Missionen schon gut. Aber wenn sie jetzt nicht zu den 100% gehören würden, würde ich damit eigentlich keine Videozeit verschwenden wollen, to be honest. Was ist denn das jetzt? Ach so, das ist die Sequenz, die gehört mit dazu. Ja, ja, ich erinnere mich. Was soll das denn? Ich erinnere mich, das gehört da dazu. Astor sammelt seine Energie, die ihm am Ende nichts nützt, weil er einfach selbst gekillt wird. Aber wo Astor herkommt, ist jetzt eigentlich storytechnisch überhaupt nicht relevant gewesen. Ne? Astor war einfach da. Na, vielleicht kommt da ja noch was im DLC oder so. So. Das bleibt aber einfach jetzt eine Blutmond-Mission. Okay. Also es wird jetzt auch nicht angezeigt, dass ich die Blutmond-Mission geschafft habe. Oder kann ich das über Schlachtinfos sehe ich da jetzt, ich habe die Blutmond-Variante geschafft. Nö, weil auf den Schwierigkeitsstufen hat sich ja nichts geändert. Okay, also die bleibt einfach Blutmond-Mission. Na gut, meinetwegen. Jetzt kann ich hier dieses Geld machen wegen 10% Rabatt auf Waren. Okay. Dann ist da die Kohle schon wieder weg. So schnell geht's. Wie gewonnen, so zerronnen. Kann ich noch irgendwas upgraden? Ah, ich kann kaufen. Das hier kann ich upgraden. Das war die Geschichte mit den Forellen, ja. Und den Leunen, richtig, da waren die Leunenurkunden relevant für. Ausgezeichnet. Damit haben wir das weg. Oh, okay, neue Missionen tauchen auf. Ist ja auch wichtig, brauchen wir ja auch. Ein Echo Ganons, eieiei. Aber das hier geht sofort, das kann man gleich mitnehmen. Tja, das war eine reife Leistung. So. Mehr Missionen, die auftauchen, jawohl. Fantastisch. Okay, das geht immer noch nicht. Ein Schwertkäfer fehlt mir dafür. Na gut. Na, machen wir es halt kurz. Das ist jetzt auch nichts, wo ich sage, das habe ich alles total selten. Das kann ich jederzeit mir holen. Machen wir es kurz, dann ist es weg. Prima. Nichts Nützliches, aber dann ist es weg, wie gesagt. Okay. Irgendwas zum Einkaufen? Sind irgendwelche Shops gerade, die am Blinken sind? Nee. Das heißt, die Dinge, die mir fehlen, sind nichts, wo ich kaufen könnte. Okay. Ärgerlich, aber ist halt so. Ja, gut. Dafür fehlt mir hauptsächlich noch blaue Exalverschwanz, ne? Richtig. Ja gut. Dann würde ich das an der Stelle erstmal wieder dabei belassen und wir gehen nächstes Mal einfach random ein paar neue Missionen durch. Eine der neuen Missionen ist eine, wo Counter gesagt hat, das ist eine, die er hasst. Ich bin sehr gespannt. Ich bin sehr gespannt. Aber hier bleibt es einfach eine Blutmond-Mission. Die hier ist jetzt einfach eine Blutmond-Mission. Die anderen noch nicht. Die hier ist jetzt einfach eine Blutmond-Mission. Okay. Gut, haben wir einmal gemacht. Müssen wir jetzt nicht immer wieder haben. Ne? War an sich eine normale Geschichte. Gut. Dann bedanke ich mich fürs Zuschauen und sage Tschüss.